Hallo zusammen, ich möchte euch unbedingt nochmal das DotView Case von HTC vorstellen. Und zwar ist dies ein Cover für das HTC One M8 und bietet ziemlich viele Funktionen oder zusätzliche Funktionen neben dem eigentlichen Schutz. Wie ihr auch schon auf den ersten Blick seht, sind hier Aussparungen für Kamera, Blitz und die zweite Kamera. Ja, und natürlich auch die gepunktete DotView-Schale. Ich habe diese jetzt seit etwas über 3 Monaten jetzt auch schon im Betrieb. Daher kommen auch die, ja, die Gebrauchsspuren, wie zum Beispiel die nicht mehr ganz so reinen Dots. Die lassen sich auch etwas schwierig reinigen. Ist hier oben eine gummierte Fläche. Darunter ist eine, ja, mit etwas härterem Plastik versteckte Rückseite, ist aber auch leicht flexibel. Ja, Vorderseite, Rückseite, gehalten wird das Handy über diese 4 Punkte. Ich kann es einfach mal einlegen. Hier habe ich das HTC One M8. Lässt sich sehr leicht einfügen und wie ihr seht, fällt es auch nicht gleich wieder raus, obwohl es sich so leicht einsetzen lässt. Und es wird tatsächlich auch nur über diese 4 Punkte gehalten. Der Rahmen steht hier auch leicht raus. An den Seiten, so wie an dieser Seite hier, um natürlich auch die Buttons zugänglich zu machen, genauso wie die Anschlüsse hier oben. Ja. Installieren braucht ihr keine zusätzliche App. Von Werk aus ist bereits die DotView-Unterstützung aktiviert oder hinterlegt im Betriebssystem. Die erreicht ihr über die Einstellung. Personalisieren. DotView. Diese Anwendung, die dieses DotView hervorruft, wird auch noch aktualisiert und erweitert. Erst vor kurzem ist ein neues Update rausgekommen und das ist zum Beispiel ermöglicht, über die DotView-Ansicht Spiele zu spielen oder auch eigene Themes zu erstellen, wie zum Beispiel hier dieses Katzenbild, welches ich hier reingeladen habe. Außerdem lassen sich über diese DotView Applikation einstellen, was angezeigt werden soll, wann der DotView Timeout eingreifen soll, ob DotView überhaupt eingeschaltet werden soll, so wie Feiertags-Themes verwendet werden soll, also an Weihnachten, Silvester oder Halloween sind personalisierte, animierte Themes zu betrachten. Hier gibt es auch noch Live-Szenen, diese sind ebenfalls animiert. Das sieht ganz toll aus. Ich kann ja mal einfach eins aktivieren, übernehmen. Sobald das Case geschlossen ist, startet die DotView-Oberfläche bzw. das Gerät schaltet sich nach kurzer Zeit aus. Aufgerufen kann die DotView-Oberfläche durch einen Tipp oder ein Doppeltipp auf das Display, auch im nicht angewinkelten Zustand. Hierüber sehe ich dann die Uhrzeit in diesem, sag ich mal, Retro-Pixel-Modus. 6 Grad, also wird das Wetter auch noch hiermit angezeigt. Außerdem gibt es die Möglichkeit, über die Schaltflächen auf der rechten Seite natürlich auch noch die Lautstärke zu verändern. Das wird hier auch alles ganz cool angezeigt über die DotView-Oberfläche. Das gleiche gilt auch für den Wecker oder auch für Anrufe. Ich kann diese theoretisch, oder nicht nur theoretisch, ich kann diese
über diese DotView-Oberfläche annehmen, indem ich rüber wische, also nach oben wische, indem ich zum Beispiel ein Gespräch an, nach unten wische, lasse ich das Gespräch aus. Jetzt habe ich zum Beispiel die Stimmenerkennung aktiviert. Von unten nach oben wischen und ja, die Stimmeingabe wird aufgerufen. So kann ich auch von hier aus Leute anrufen. Ja. Um meinetwegen diesen Modus wieder zu verlassen, reicht es aus, einfach die Klappe wieder aufzumachen und ich gelange zu meinem Homescreen oder zu dem letzten Screen, den ich aufgerufen habe. Auch Anwendungen wie zum Beispiel Facebook, WhatsApp können ihre Mitteilung hier hinterlegen. Das heißt, bekomme ich eine WhatsApp-Nachricht als Beispiel, wird hier auch das WhatsApp-Logo angezeigt. Ich kann hier direkt mit einem Wisch oder einem Druck diese WhatsApp-Nachricht öffnen. Er zeigt mir dann auch an, eine Nachricht ist eingegangen und braucht dann nach dem Druck einfach nur noch das Case öffnen und schon wird mir die Nachricht angezeigt. Das sind alles ganz nette Spielereien, die das Case mitbringt, was ich von einem normalen Schutzcase natürlich nicht gewohnt bin. Da hat sich HTC auch was ganz Cooles einfallen lassen. Vor allen Dingen auch der Schutz ist ein guter Punkt, da jetzt hier zum Beispiel die Linsen auch geschützt werden. Diese sind jetzt eingekerbt, das heißt, das Glas an der Linse kann nicht zerkratzen. Das finde ich ganz cool. Das Case gibt es mittlerweile auch schon für unter 20 € und ja, wer diesen Funktionsumfang genießen möchte und nochmal ein bisschen mehr aus seinem HTC rausholen möchte, den kann ich dieses Schutzcase auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, ich habe das Case seit circa 3 Monaten in Benutzung. Dementsprechend sieht man auch schon, sag ich mal, Gebrauchsspuren, Kratzer, die dieses Case bereits abgefangen hat, so wie ein Sturz. Hier ist bereits das Case einmal eingerissen, hier oben an der Kante. Also hat es sich bisher auf jeden Fall gelohnt, dieses Case zu verwenden, denn an meinem Smartphone an sich sind keine Gebrauchsspuren zu sehen, also wurde gut abgefangen und ja, sind alle Interfaces zugänglich. Natürlich nimmt das Smartphone auch ein wenig an Dicke zu, 0,7 mm ungefähr. Das finde ich völlig in Ordnung und ausreichend. Für einen Schutz und mehr Funktion nehme ich das gerne in Kauf.